Hallo Frank. Hallo Sebastian. Sag mal, womit hast du dich denn in der letzten Zeit so beschäftigt bei Oracle? Ich habe mich, seit ich in meiner Pre-Sales-Rolle bin in der BU Database, mit dem Thema Exadata beschäftigt. Exadata als ursprünglich als Data-Warehouse-Plattform, aber jetzt mittlerweile ist das Thema so strategisch und so wichtig geworden, dass das eigentlich Vollzeit meine Zeit Sag mal, beansprucht. sag mir doch mal in drei Sätzen, was die Exadata so besonders macht. Die Exadata macht besonders, dass es eine abgestimmte Architektur ist, bestehend aus Hardware- und Softwarekomponenten mit Netzwerk, Storage, die für Datenbanklasten optimiert ist. Und hat sie irgendwelche besonderen Funktionalitäten, die helfen der Performance? Genau, die eigentliche Secret Source, die liegt in der Exadata Storage Server Software. Die führt dazu, dass der Storage in der Lage ist, Datenbankfunktionalitäten natürlich auf einfachstem Level auszuführen. Also das, was normalerweise in herkömmlichen Architekturen die Server-CPU macht, die zu entlasten, indem sie zum Beispiel Daten scannt und filtert. Das hört sich ja nicht schlecht an. Das führt in der Regel zu einem sehr guten Ergebnis, dass praktisch mit einer 1:1 Übertragung der Datenbanken vom Kunden von der herkömmlichen Architektur auf die Exadata schon ein deutlicher Performance-Gewinn im Faktor, was weiß ich, bis zu 10 praktisch möglich ist. Wenn man dann noch ein wenig Engineering betreibt, dann sind Faktoren bis zu 100, also haben wir im Proof of Concepts gesehen. Und was ist dein Hobby bei Tja, Oracle? mein Hobby. Naja, gut, so ganz weg von der Exadata ist es auch nicht, weil auf der Exadata läuft ja auch Real Application Cluster. Ich beschäftige mich seit 10 Jahren eigentlich mit allem, was irgendwie mit Hochverfügbarkeit und der Oracle Datenbank zu tun hat, von Real Application Cluster über Oracle VM, über Data Guards bis zur Maximum Availability Architektur. Mit Data Guard bringst du ein gutes Stichwort. Die Kunden, die auf Exadata setzen, die haben eine ja schon kostenintensive Lösung sich angeschafft, die Verfügbarkeit an sich schon eingebaut hat. Alle Komponenten sind redundant ausgelegt. Es gibt keinen Single Point of Failure. Was erzähle ich denn den Kunden und wie kann ich sie motivieren, Data Guard einzusetzen? Ja, grundsätzlich ist es ja so, dass du zwar mit einer Exadata ein Hochverfügbarkeitssystem lokal hast, was auch im Normalfall niemals ausfällt, aber es gibt eben schon so ein paar, drei, zwei, drei Fälle, zum Beispiel auch wenn ein User jetzt einfach nur eine Tabelle löscht, wie kriegst du das wieder her? Du kannst dann entweder ein aufwendiges Point-in-Time-Recovery fahren oder du hast eine Data Guard-Umgebung, weil beim Data Guard kannst du relativ leicht sagen, ich roll den mal einfach ein paar Stunden zurück. Hol mir die Daten einfach wieder raus, die der User gelöscht hat, und dann rolle ich wieder vor. Das heißt, dazu brauche ich kein aufwendiges Point-in-Time-Recovery. Das geht relativ schnell. Auf der anderen Seite bietet der Data Guard zu jeder Zeit mein Disaster-Recovery-System. Das heißt, wenn irgendwann mal irgendwas an der Exadata doch mal sein sollte, ich meine, in momentanen Lage mit Terroranschlägen weiß man ja nicht, was kommt. Dann kann ich zumindest auch mal ein zweites System, was auch sehr weit wegstehen kann mit der neuesten Version. Also da ist es auch möglich zu sagen, ich stelle mein System nach Amerika. Ob es da jetzt sicherer ist, ist zwar die Frage, aber zumindest weit weg von Deutschland. Und ich kann dann dahin umschalten, ohne irgendwelche Daten zu verlieren. Auch das geht auf die weite Entfernung in der Zwischenzeit und kann dann praktisch remote weiterarbeiten. Neuerdings. Anstatt jetzt selber teure Hardware dahinzustellen, könnte ich mir auch überlegen, ob ich das Ganze in der Oracle Cloud mache. Also Data Guard bringt da schon einiges für den Kunden. Benötige ich denn für meine Exadata-Kunden, benötige ich eine vollwertige Exadata in gleichem Ausbau auf der Standby-Seite? Gute Frage. Im Normalfall empfiehlt es sich natürlich, denselben Ausbau nochmal zu haben, weil du möchtest ja umschalten können und dieselbe Performance bekommen. Letztendlich ist das eine Sache, die davon abhängig ist, was du selber für dein Ziel eines Recovery-Ziels hast. Möchtest du beim Umschalten, brauchst du dieselbe Performance
Oder sagst du, nein, im Falle eines Fehlerfalls kann ich auch ein bisschen auf Performance verzichten? Dann reicht natürlich auch ein kleineres System und es muss dann auch keine Exadata sein. Also man kann sich dann durchaus Kopplungen überlegen, wo man auch eine Exadata mit einer Oracle-Datenbank-Appliance sichert. Und wir haben auch Kunden, die das mit DataGuard im Zusammenhang machen. Aber ich verzichte ja auf Funktionalität. Das heißt, ich habe unter Umständen Hybrid Columnar Compression, was eine Schlüsselfunktionalität auf der Exadata ist. Ich habe Smart Scan Funktionalität, auf die würde ich dann ja zwangsläufig verzichten bei einer anderen Das kann man Plattform. in so einem Fall dann natürlich nicht einsetzen. Auch das sind wieder Überlegungen, die man sich generell in MAA-Architekturen vorstellen muss. Ganz angefangen davon ist, wie schnell muss mein Recovery sein, wie viel Datenverlust kann ich akzeptieren. Aber ja, da erfahrt ihr heute im DOAC-Vortrag zu MAA auch noch ein bisschen mehr dazu, den ich nachher noch haben werde. Oh prima, den sollte ich mir vielleicht anhören. Gut. Super, dann sehen wir uns da.